geflogen. Wie Baerbock Schlepper finanziert. Das war heute in den Schlagzeilen. Die Bild schreibt, Baerbock zahlt Seenotaktivisten mit Trick Millionen. Und auf Zeit Online ist die Staatschefin Italiens sauer. Meloni beschwert sich bei Scholz über deutsche Hilfe für Seenotrettung. Ja, also weiterhin werden unsere Steuergelder verschleudert für illegale Migration. Aber diese Steuermillionen sind nur die Spitze des Eisbergs. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren Sie im heutigen Brennpunkt. Ja, liebe Steffi, das war eine Sache mit Ansage. Wir haben es immer gesagt, die AfD hat es immer gesagt, die Aktivisten haben es immer gesagt, es wird illegal rumfinanziert, die illegale Einwanderung, das Schlepperunwesen. Und jetzt ploppt die Sache auf, 1,9 Millionen gibt die Baerbock aus ihrem Etat, Auswärtiges Amt, an diese Schlepperschiffe, die als Seenotretter sich kostümiert haben. Die Sache ploppt jetzt auf, weil die FDP es mit einem Jahr Verzögerung entdeckt hat und natürlich dann Meloni das auch gelesen hat und sich entsprechend beschwert hat. Aber der Fakt ist ja schon länger bekannt. Ja. Und Frau Baerbock musste schon letztes Jahr sich rechtfertigen. Und ebenso wahr ist, auch freiwillige Seenotretter, da haben wir gerade lange drüber gesprochen, haben eine lebensrettende Aufgabe im Mittelmeer. Sie engagieren sich, um dem Sterben im Mittelmeer Menschlichkeit entgegenzusetzen, gerade weil es die europäische gemeinsame Seenotrettung Mare Nostrum nicht mehr gibt. Ja, hier hat sie die Migration mal wieder gerechtfertigt. Aber Jürgen, Migration ist auch mit ein Hauptgeschäft der Grünen. Ja, diese Schlepperei, das ist Menschenhandel und das ist ihr Geschäft. Na gut, es geht um Goldstücke, es geht um die Bereicherung unseres Landes. Das Land wird sich verändern und ich freue mich drauf, hat Katrin Göring-Eckardt 2015 gesagt. Natürlich, wenn man das forcieren will, dann muss man das Schlepperunwesen eben forcieren und alimentieren. Und dann macht man auch mit Hilfe des steuerfinanzierten Fernsehens Clips oder Videos, wo die Sache sehr schön dargestellt wird und wo die armen Farbigen sich unheimlich freuen über die grünen Helfer. Schauen wir da mal rein. Gelöste Stimmung gestern Abend auf der Geo Barents, dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Besatzung hatte die 61 Männer aus Bangladesch, Pakistan, Ägypten, Nigeria und Syrien in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste von einem überfüllten Holzboot an Bord genommen und ihnen damit vermutlich das Leben gerettet. Hilfsaktionen wie diese verärgern die italienische Regierung. Schon bahnt sich neuer Streit an. Auf Malta hatte Ministerpräsidentin Meloni gestern gefordert, Migranten, die von ausländischen Schiffen gerettet würden, künftig in das Herkunftsland dieser Schiffe zu schicken. Gemeint war als erste Adresse Deutschland. Unterstützung bekam Meloni heute von unerwarteter Seite, und zwar von US-Milliardär Elon Musk. Er teilte auf seiner Plattform X, vormals Twitter, den Beitrag eines migrationskritischen Nutzers, der zur Wahl der AfD aufruft. 8 deutsche Schiffe würden derzeit Migranten aus dem Mittelmeer aufnehmen. Musk kommentierte, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst? Also an dem Clip sieht man ja jetzt, er ist schon älter, dass die Sache schon länger läuft und schon länger die Probleme auch mit Italien bringt. Wir haben jetzt die Meloni-Regierung. Bis 2018 hatten wir die Regierung mit dem Innenminister Salvini, Matteo Salvini von der Lega, der versucht hat, diese Schlepper abzudrängen von den italienischen Küsten. Und dann stoßen die deutschen Schiffe, also besser gesagt die antideutschen Schiffe, also die grünen Schiffe, stoßen immer durch die italienischen Patrouillenboote durch und laden dann ihre menschliche Fracht an den Küsten von Apulien oder Sizilien oder vor allem Lampedusa ab. Ja? Und da gab es damals schon den Zoff und es hat aber nicht aufgehört. Ja, ich möchte da unseren Zuschauern mal ein Beispiel geben. Du hast sie gerade schon erwähnt, die Katrin Göring-Eckardt. Und zwar geht es um ihren Lebensgefährten Thies Gundlach. Der ist Chef von United for Rescue, die ständig Schwarzafrikaner nach Deutschland bringen. Und der Haushaltsausschuss fasste den Beschluss, dem Seenotrettungsbündnis United for Rescue mit 2 Millionen Euro jährlich bis 2026 zu unterstützen, also insgesamt 8 Millionen Euro. Damit hat übrigens das erste Mal eine private Organisation Steuermittel erhalten.
So, und dazu muss ich sagen, dass der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt, der Thies Gundlach, der Vorsitzende eines Dachverbands von Diakonien und anderen kirchennahen Vereinen ist. Und die wollen halt einfach die Bundesmittel haben für diese Menschenschlepperei. Und der Thies Gundlach, der war auch mit in dem Gremium. Also er hat dann 2019 den Verein United for Rescue gegründet. Der Verein gehört dem Gebäude komplett der evangelischen Kirche in Hannover an. So, die Gründung geht auch auf den evangelischen Kirchentag von 2019 zurück. Und Initiator war Sven Giegold, auch von den Grünen, der im Präsidium dieses Kirchentages saß. Und heute ist er Staatssekretär beim Habeck im Bundeswirtschaftsministerium. So, wie gesagt, es geht schon lange so. Aber wir sagen ja immer, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen die Lebensgrundlagen in deren Heimatländern verbessern, wir müssen Asylanträge überprüfen. Und das ist wichtig, dass wir das machen, anstatt dass sich Grüne und Antifa ständig da die Taschen voll machen mit ihrem Menschenhandel. Also das ist ja, kommt noch dazu, Ja. ja, erstens die Schlepperei zu Lasten der europäischen Ja. Länder, vor allem zu Lasten Deutschlands, und dann wirtschaften sie noch in die eigene Tasche, Vetternwirtschaft. Ja. Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, Seenotrettung an sich ist eine gute Sache. Ja. Ja? Seenotrettung, also Ertrinkende aus dem Meer zu holen und in Sicherheit zu bringen, ist gut. Ja. Und wenn das gemacht wird, auch durch diese NGOs, habe ich erstmal gar nichts dagegen. Aber es handelt sich hier nicht um Seenotrettung, sondern Menschenhandel. um Anlockung Ja. von armen Teufeln. Die werden aufs Meer gelockt. Und wie das passiert, da haben wir eine animierte Grafik. Ja? So, diese animierte Grafik, wo die Bootchen hin und her flitzen, die wird von diesen Hilfsorganisationen, also den Schlepperorganisationen selbst gemacht, Ja. vor einigen Jahren. Und da sieht man sehr schön, wie die Boote hin und her flitzen von der afrikanischen Küste. Man sieht Tunesien, man sieht Libyen. Und dann werden direkt in Küstennähe, das geben die selber zu, werden Leute aufgesammelt und dann geschippert, vor allem nach Lampedusa oder direkt nach Apulien oder Sizilien. Ja? Ja. Woher wissen die eigentlich, dass anstelle X oder Y im Meer Leute schiffbrüchig sind oder in Seenot? Die wissen das daher, weil sie kommunizieren mit den afrikanischen Menschenhändlern auf dem afrikanischen Festland. Ja. Das heißt, hier diese Seenotretter, die schippern nicht einfach auf dem Meer rum und suchen, wo können wir welche retten, sondern die verhalten sich wie ein Taxifahrer. Ja. Der ruft also an in Afrika, an der libyschen Küste, in Tripoli oder sonst wo, wann schickt ihr wieder welche los? Und dann werden die unmittelbar hinter der libyschen Küste, ein paar Kilometer weg, werden die Ja. eingesammelt und auf bessere Boote gebracht. Und das ist eben das Geschäftsmodell, wo dann die afrikanischen Schlepper dran profitieren und eben auch die Grünen, die dann die Ladung übernehmen. Ja, aber dass die ganze Schlepperei, dieser ganze Menschenhandel und alle, die da profitieren, kommt mir vor wie ein Mafiaverein. Das ist einfach ein grünes Kerngeschäft. Und die wollen ja auch alle Geld. Die Pharmaindustrie will Geld. Die Klimaleute wollen Geld. Die Klimageschäftemacher. Die Rüstungsindustrie will Geld. Und die Asylindustrie will eben auch Geld. Alle wollen Geld. Und das wird hier auch bedient, dass sie sich da auch die Taschen voll machen können. Und das geht zulasten der Menschen. Deshalb möchte ich jetzt gerne mal die Zahlen zeigen von der UNO-Flüchtlingshilfe. Und das blenden wir mal ein. Ja, das ist also die Entwicklung. Man sieht, 2015, 2016 ist der Balken am größten Ja. und dann steigt er auch in den letzten Jahren wieder an. Das ist sozusagen die Konjunktur 2015, 2016. Die Merkel macht die Grenzen auf. Das ist wie ein Magnet. Da wird auch Afrika, halb Afrika sozusagen animiert, sich auf die Reise zu machen. Und dann ist der Magnet jetzt wieder angestellt worden zu Anfang der 20er Jahre. So, und jetzt zeigen wir das Diagramm der UNO-Flüchtlingshilfe über die Vermisstenzahlen. Ja, Vermisste und Tote, man muss schon sagen, das Mittelmeer ist für viele zum Grab geworden. Und ich habe Mitleid,
mit jedem der armen Teufel, der hier ersäuft. Aber wenn die Linken sagen, diejenigen sind schuld, die die Leute zurückgestoßen haben, dann stimmt es einfach nicht. Hauptsächlich sind diejenigen schuld, die diese Leute animiert haben, ihre kreuzgefährliche Reise anzutreten. Ja. Und man muss dazu sagen, wir gucken immer auf die Toten im Mittelmeer und dann wird gesagt, ja, die Italiener oder Frontex oder die bösen Patrioten, AfD oder Lega, die sind schuld, dass die Leute nicht übers Mittelmeer kamen und dann ersoffen sind. Ja? Aber man schaut gar nicht auf die Sahara, denn die meisten von denen kommen über die Sahara. Und in der Sahara verdursten elendiglich genauso viele, vielleicht noch mehr, als später im Mittelmeer umkommen. Weil sie getäuscht werden durch die Propaganda der Multikultis, von wegen, sie müssten nur nach Europa kommen und ihr Leben würde gut. Ja, und letztlich ist es einfach nur ein gigantisches Geschäft. Es sind allein im Jahr 2023 4.110 Menschen im Mittelmeer gestorben allein und 270.180 Asylanten erreichten 2023 über das Mittelmeer die Küste Europas. Und in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bis zum 1. Juli haben wir auch die Zahlen, da waren es 81.800. Und die Zahl der Ertrunkenen aus diesem Jahr haben wir noch nicht. Und das ist schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm, dass sie immer wieder Menschen animieren, da in diese Boote zu steigen, die völlig überladen sind. Ja, das ist ganz schlimm. Und aber man muss ja auch dazu sagen, du hast ja mit Recht den Verweis auf die Mafia. Es geht um Geld, es geht um gigantische Profite für die Schlepper. Und die Vetternwirtschaft bei den deutschen Grünen hast du auch erwähnt. Aber diese 1,9 Millionen, die jetzt in der Diskussion stehen, weil Baerbock sie in ihrem Etat Auswärtiges Amt versteckt hat, obwohl Scholz und Finanzminister Lindner letztes Jahr gesagt haben, wir stoppen das, hat Baerbock weitergemacht und das einfach rumgetrickst und in Finanztiteln verschleiert sozusagen. Ja. Aber diese 1,9 Millionen ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das ist ja nur die Taxigebühr, um die Asylanten hierher zu bringen. Ja. Und dann wird es ja richtig teuer. Ganz genau. Und zwar im Jahr 2023 addierten sich die Ausgaben für Flucht und Migration auf direkt 48,2 Milliarden Euro. Das ist auch die Zahl, die eigentlich allen bekannt ist. Immer so rund 50 Milliarden direkte Kosten laut des Bundesfinanzministeriums und der Aufstellung einer Arbeitsgruppe der 16 Länder Finanzminister. Das sind nur die direkten Kosten. Die blähen sich natürlich auf. Wir haben da noch eine unglaubliche Summe an indirekten Kosten. Natürlich müssen die Asylanten untergebracht werden. Sie brauchen Wohnungen, sie brauchen ärztliche Versorgung. Dann gibt es natürlich noch einen Bereich, der die Justiz beschäftigt, die Polizei beschäftigt. Dann gibt es die ganzen Kurse, weil viele von ihnen sind halt Analphabeten in ihrer eigenen Sprache. Da hängt diese ganze Asylindustrie an, die ja auch weiter versorgt werden will und eben auch diesen Menschennachschub braucht, ne, um ihnen das Einmaleins beizubringen oder das Alphabet und um sie halt zu Ärzten zu bringen und ihnen die Wohnungen zu erklären, die Spülmaschine. Und das sind alles indirekte Kosten, aber ich möchte gar nicht so auf diesen materiellen Bereich, der sich ja inzwischen zu fast 1 Billion seit Ende 2014 schon aufgebläht hat, seit Lampedusa. Ich möchte auch ganz, ganz dringend nochmal die immateriellen Kosten ansprechen. Die Toten, die Ermordeten und die Vergewaltigten. Es ist wirklich ein Verbrechen an allen Menschen, auch an den Geflüchteten, aber auch hier, dass wir überhaupt nicht wissen, wer kommt, wen sie da dauernd ins Land schaufeln. Das kann so nicht weitergehen. Man muss ja dazu sagen, wer Asyl braucht, wer politisch verfolgt wird, der soll hier Asyl erhalten. Das, so steht es ja auch im Grundgesetz. Das ist auch ein wertvolles Recht. Aber wir haben jetzt hier eine Statistik, eine Texttafel vom UN-Flüchtlingswerk, die ja eher für die Flüchtlinge sind, wo drin steht, dass bei den Mittelmeerflüchtlingen 70% im Jahre 2020 keinen Anspruch auf Asyl hatten. Ja, 70%. Trotzdem hatten sie sich auf diese gefährliche Reise gemacht. Und das sind die Pull-Faktoren, die
Ziehfaktoren, die vor allem die deutsche und die grüne Politik gesetzt hat. So muss man sagen. Ich will auch noch mal eine Lanze brechen für Afrika, vor allem für Gaddafi und Libyen. Denn wie hat diese ganze furchtbare Entwicklung angefangen? Sie hat 2011 angefangen, als Libyen von der NATO zerbombt wurde und Gaddafi ermordet wurde. Gaddafi hat vorher, war der Garant, dass Afrika sozusagen geschlossen bleibt und keine Flüchtlinge oder fast keine nach Europa kommen. Ja. Das hat er garantiert, nicht nur, indem er die Küsten abgeschirmt hat, sondern auch, indem er ein tolles Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufgebaut hat, mit kostenloser Bildung, kostenloser Gesundheitsvorsorge. Wenn Leute geheiratet haben, dann haben sie $50.000 vom Staat bekommen, um sich ein Haus zu bauen. Also das war wirklich ein Staat, aus dem man auch nicht fliehen wollte. Ja. Und dann kommt die NATO und bombt alles kaputt. Und seither wird über diese, über dieses, das libysche Sumpfloch strömt die Flut nach Europa. Also man hat im Grunde erst Afrika kaputt gemacht oder genauer gesagt Libyen, um dann mit diesen Menschenmassen Europa und Deutschland kaputt zu machen. Ja. Man muss das immer im Zusammenhang sehen. Ja? Und ja, und es gibt ja immer mehr Länder, die sich auch bereit erklären, ihre Leute zurückzuholen. Zum Beispiel Nordsyrien, dieses Kurdengebiet, hat angeboten, sie nehmen alle zurück und geben ihnen Generalamnestie. Ja, ich denke mal, zum einen fehlen ihnen auch ihre Landsleute, weil sie sind ja in einem Spannungsfeld zwischen Erdogan und Assad. Und zum anderen brauchen sie auch Geld, denn sie wollen ja auch pro Person diese zurücknehmende Kopfprämie. Und das vermute ich, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wer garantiert da wieder, dass sie bleiben, dass sie nicht wieder nach Deutschland laufen, um dann wieder deutsches Steuergeld und so weiter. Aber immerhin. Da muss ich jetzt auch mal ein gutes Wort für Meloni einlegen. Die hat ja die sehr clevere Idee gehabt, abgelehnte Asylbewerber, die man in Italien nicht los wird, übergangsweise in Auffanglager in Albanien unterzubringen, wo dann über ihr Anliegen, über ihr Asyl, ihren Asylantrag entschieden wird, sodass sie den Italienern nicht mehr, auf Deutsch gesagt, auf den Sack gehen. Ja? Ja. Das hat jetzt angefangen, die ersten wurden überstellt, kommt natürlich sofort schon wieder die italienische Justiz und will Meloni zwingen zur Rücknahme der nach Albanien verbrachten. Also da ist eine gute Idee, aber auch hier gibt es einen tiefen Staat, der schon wieder dagegen arbeitet. Aber es wäre ein anderes Thema. Ich wollte noch mal auf einen dieser berühmtesten Seenotretter zu sprechen kommen. Axel Steyer. Einen gewissen Axel Steyer von Mission Lifeline. Ja. Die sind dann auch von der Bundesregierung unterstützt worden. Und er war noch im letzten Jahr, glaube ich, aktiv eingebunden in die sogenannte Flüchtlingshilfe Afghanistan, aber vorher eben auch im Mittelmeer. Und schauen wir mal an, was dieser Typ so von sich gibt. Ich lese mal vor. Alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Zweites Zitat. Bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Damit meint er uns. Ja. Drittens. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Also wir sehen hier auch wieder die Deutschenfeindlichkeit. Ne? Solange Deutschland existiert, gibt es wohl keinen. Er sagt ja ganz offensichtlich, es geht nicht um Humanität oder nur zum Teil um Humanität. Es geht um die Abschaffung der Deutschen, um die Umvolkung, um die Ersatzmigration. Ja. Ja? Ja. Wie das ja auch vorgegeben ist in der Agenda. Ja. Und auf der Sea-Watch 4 prangte ja auch schon die Antifa-Fahne. Da findet zusammen, was zusammengehört. Ja, okay, wir haben im Grunde jetzt die Sache angesprochen, aber nicht ausdiskutiert. Kompaktmagazin und auch dieses Format Kompakt TV, wir berichten ständig darüber. Ja? Und wir werden weiter darüber berichten und den Finger in die Wunde legen. Aber an der Stelle muss ich noch mal was sagen, in eigener Sache, liebe Zuschauer. Sie freuen sich, dass Kompakt TV wieder da ist, dass wir unsere Sendungen jeden Tag an den Mann bringen, und zwar gratis. Und tatsächlich, unsere Zuschauerzahlen sind jetzt wieder stabil bei 1 Million am Tag.
Darüber freuen sie sich und sie freuen sich auch. Kompaktmagazin ist wieder da, teilweise sogar im Kiosk. August-Ausgabe, September-Ausgabe, Oktober-Ausgabe. Wunderbar, gerade produzieren wir die November-Ausgabe. Aber, liebe Zuschauer, nichts ist gut. Denn das Kompaktverbot wurde nur vorläufig aufgehoben und wird im nächsten Jahr neu in der Hauptsache verhandelt. Bisher war geplant im Februar, jetzt sagt das Bundesverwaltungsgericht im Juni. Hauptproblem ist aber nicht die Gerichtsverhandlung, wo wir eigentlich sehr gute Anwälte und sehr gute Argumente haben. Unser Hauptproblem ist die Strangulierung unserer Bankenzugänge. Auf Druck von Nancy Faeser haben uns alle Banken unsere Konten dicht gemacht. Das heißt, wir sind seit 1. Oktober eine Firma ohne Bank. Sie können uns nicht spenden, weil wir kein Bankkonto haben. Wir können nur sehr schwer Rechnungen begleichen, weil wir keine Bankkonten haben. Ich musste letzte Woche eine Druckrechnung begleichen in fünfstelliger Höhe aus meinem Privatkonto. Eine andere Druckrechnung, auch in fünfstelliger Höhe, wurde von einem großzügigen Spender bezahlt. Das heißt, hier sind unheimliche Zwänge, wo wir jeden Tag uns durchwurschteln müssen, nur wegen dem Debanking und der finanziellen Strangulation, der uns Nancy Faeser unterzieht. In der Situation brauchen wir wirklich Ihre Hilfe, was Sie tun können. Also wir haben kein Spendenkonto, aber kaufen Sie im Kompakt-Shop. Das hilft uns wenigstens indirekt. Es hilft nicht Kompakt, aber es hilft unserer Partnerfirma, eine Nicht-Kompakt-Firma, die unseren Vertrieb macht. So bleibt wenigstens diese Vertriebsfirma, eine eigene Firma, stabil und kann Ihnen Ihre Bestellungen ausliefern. Das ist schon mal was wert. Und wenn Sie uns was spenden wollen, gibt es eine super Gelegenheit. Am nächsten Samstag macht Kompakt einen großen Lagerverkauf. Und da können Sie nicht nur alle möglichen Artikel von uns bekommen zum Schnäppchenpreis mit vielen Sonderangeboten, sondern kommen Sie an diesem 26. Oktober und bringen Sie uns die Spende in bar mit. Dann haben wir wenigstens Bargeld, mit dem wir einige Rechnungen bezahlen können. Und das wäre eine super Sache, wenn wir uns alle sehen, kommenden Samstag auf dem Rittergut in Nöbeditz bei Naumburg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, meine liebe Frau. Morgen geht's weiter. Warum die deutsche Jugend rechts wählt? Die Frage habe ich in den letzten Wochen von vielen Journos gestellt bekommen. Einige Antworten gibt die neue Kompaktausgabe. Unsere hübsche Candy ist auf dem Cover der Ausgabe Neue deutsche Jugend, warum rechts angesagt ist. Holt euch die neue Ausgabe an eurem Kiosk oder im Online-Versand vom Kompaktmagazin. Erfahrt, wer wir von der jungen Alternative sind. Findet raus, was die deutsche Jugend trägt, welche Szeneklamotten angesagt sind und vieles mehr. Also bestellt euch die Kompakt oder kauft sie an eurem Kiosk. Wir haben jetzt vergessen, die Silbermedaillen für die deutschen Ostgebiete. Ostpreußen, Schlesien, Bauhaus und Dänemark. Limitierte Prägeauflage von 500 Stück. Kostet nur 75 Euro. Kaufen Sie jetzt. Außerdem aus unserer Silberkollektion noch erhältlich. Der Herr Getaler. Oder die Druschbar-Medaille. Niemals vergessen.